Auf diesen Bildern von Überwachungskameras kann man den Teileinsturz der Carola-Brücke in Dresden am frühen Mittwochmorgen erkennen. Kurz vor dem Einsturz war noch eine Straßenbahn über den Bereich gefahren, der später in der Elbe landete. Wie durch ein Wunder kamen allerdings keine Personen zu Schaden. Die Untersuchung der Ursache läuft auf Hochtouren. Wir haben Stand jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendeine Art von strafbaren Handeln, geschweige denn für einen Terroranschlag, sodass sich unsere Aufgabe eigentlich heute begrenzt auf Absperrmaßnahmen und den Versuch, den Verkehr abzuleiten, insbesondere eben seit Beginn des Berufsverkehrs. Auf jeden Fall steht im Raum, dass es sich um einen Materialermüdungsprozess handelt, wo beispielsweise durch ein Gemisch aus Salz und Wasser es zu Korrosionen gekommen ist im Bereich des Tragwerkes. Aber genau woran das gelegen hat, müssen die nächsten Tage ergeben. Die Ermittlungen, die diesbezüglich stattfinden, durch die verantwortlichen Bausachverständigen. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt der Carola-Brücke liegt vorläufig weiter in der Elbe und blockiert dort die Fahrrinne. Betroffen ist vor allem der Brückenteil, über den die Straßenbahnen fuhren. Wie die Stadt Dresden mitteilte, sind zudem aber auch die weiteren Brückenteile akut einsturzgefährdet.